Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Business TV für die niederbayerische Wirtschaft. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind diesmal unsere Themen. Wir stellen Ihnen einen Verfahrensmechaniker für Glastechnik vor, der bundesbester Azubi 2015 war. Und wir sind bei einer Firma, die bereits zum zweiten Mal als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. Wir zeigen Ihnen, warum. Und damit zu unserem ersten Thema. Das Ausbildungsjahr 2016 ist im September gestartet. Zum Auftakt fand bei der IHK Niederbayern in Passau ein Pressegespräch statt. Und wir schauen uns an, wie die Lehrlinge bei der Spedition Niedermeyer in Landau an der Isar an ihrem ersten Ausbildungstag empfangen werden. Pressegespräch bei der IHK Niederbayern in Passau zum Ausbildungsstart 2016. Ende August sucht noch viele Betriebe in Niederbayern nach passenden Lehrlingen. Für das neue Ausbildungsjahr verzeichnen die Industrie- und Handelskammer Niederbayern und die Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren, diese sei jedoch kein Zeichen für eine Entspannung der Situation. Ja, mit unseren Zahlen sind wir aktuell zufrieden. Wir haben stabile Zahlen, wenn es um das Thema Neueintragungen von Ausbildungsverhältnissen geht. Aber generell kämpfen wir natürlich mit dem Problem, dass demografisch immer weniger Jugendliche zur Verfügung stehen für eine Ausbildung und dass sich leider immer mehr entscheiden für einen höheren Schulabschluss und auch für ein Studium. Im Handwerk stellt sich die Situation derzeit ebenfalls positiv dar. Die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge erlangten im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von über 3%. Das Handwerk bietet vielfältige Möglichkeiten, gerade für junge Menschen, die sich im Handwerk verwirklichen möchten, die als Fachkraft arbeiten möchten oder die Karriereleiter erklimmen möchten. Angesichts des Fachkräftemangels sei es wichtig, Nachwuchskräfte für die berufliche Ausbildung zu begeistern. Das ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaftskammern. Bei der Spedition Niedermeyer in Landau an der Isar durften diesen Herbst 9 Auszubildende ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Firmenchef Johann Ach begrüßte die neuen Lehrlinge persönlich und gab ihnen mit einer kurzen PowerPoint-Präsentation und einem anschließenden Rundgang einen Überblick über das gesamte Unternehmen, welches jedoch alle Azubis in Teilbereichen bereits als Praktikanten kennengelernt hatten. Praktika ist bei uns auf alle Fälle Pflicht. Also wir stellen keinen ein, der nicht zuvor mal Praktika gemacht hat, dass wir auch den Schüler, noch Schüler sehen, wie er sich entwickelt. Passt er, ist das auch ein Beruf, den er darstellen kann später, was ganz wichtig ist. Nicht, dass er sich überfordert, was man oft ja nicht weiß. Und so sieht man halt, er lernt uns kennen, wir lernen ihn ein bisschen kennen und das ist schon mal eine gute Basis dazu. Aufgrund des vorangegangenen Praktikums waren sich alle Jugendlichen bei ihrer Berufswahl ganz sicher. Ich habe mich für den Ausbildungsberuf entschieden, weil ich finde, Speditionskaufmann ist ein schöner Job, was man in einer Spedition einfach erledigen kann. Man ist mit den Fahrern beieinander. Und durch mein Praktikum hat mir das sehr gefallen und da bin ich halt dann, habe ich mich entschieden, dass ich da anfange. Ja, Fahrzeuglackiere macht Spaß. Ich mag gerne mit Hans etwas arbeiten. Und neben der Schule habe ich da immer schon so gejobbt und ja, das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Das familiengeführte Unternehmen bietet jungen Menschen neben einem dualen Studium auch 6 verschiedene Ausbildungsberufe an. Vom klassischen Speditions- und Bürokaufmann über Fachkraft für Lagerlogistik, Lackierer, Kfz-Mechatroniker und Berufskraftfahrer ist alles dabei. Allerdings lassen sich auch bei der Firma Niedermeyer nicht immer für jeden Ausbildungsberuf geeignete Bewerber finden. Das Berufsbild Berufskraftfahrer ist natürlich ein Thema, das ist leider Gottes so, dass wir hier wenig oder ja, zu wenig Zulauf haben. Wir haben zwar Ausbildungsverhältnisse, wir bilden auch aus, heuer leider keinen. Und das ist ein Berufsbild, das zurzeit nicht nachgefragt wird. Die Betreuung der jugendlichen Auszubildenden hat bei der Spedition Niedermeyer einen hohen Stellenwert. So werden die Jugendlichen nicht nur in fachlicher Hinsicht geschult, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich, den sogenannten Soft Skills. Wie zum Beispiel Empathie, Kritik und Teamfähigkeit. Also wir begleiten die Azubis nicht nur am ersten Tag in der Einführungsrunde, sondern wir begleiten sie eigentlich durch den ganzen Beruf und machen wir in der Regel so nach 4-6 Wochen einen Abend, wo wir mit allen Azubis, also alte und neue, zum Bowlen gehen und wo man einfach einen Abend macht, wo sie sich gegenseitig kennenlernen außerhalb der Arbeit, damit man einfach hier auch die Kontakte pflegt und damit man einfach mal gewisse Hemmschwellen überwinden kann. Weil es ist halt normal, dass ein junger Mensch im ersten Berufsleben ein bisschen eine Scheu hat und die wird dabei genommen. Wir fahren auch auf Messen, wo wir die Azubis mitnehmen,
Ausbildungsmessen beispielsweise bestreiten immer Azubis von uns, meistens die dann im zweiten oder dritten Lehrjahr sind, die dann auf der Messe präsent sind und auch ihre Auskunft geben können darüber. Wie bei der Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft steht also auch bei der Ausbildung von jungen Menschen der Leitspruch Fördern und Fordern an oberster Stelle. Wir bleiben noch einmal beim Thema Ausbildung. Ob man aus dem Fenster schaut, aus einer Flasche trinkt oder sich im Spiegel betrachtet. Glas ist einer der wichtigsten Werkstoffe überhaupt und allgegenwärtig. Daher braucht man ständig Fachleute, die wissen, wie man Glas herstellt. Und genau so eine Fachkraft ist der Verfahrensmechaniker Glastechnik. Wir stellen Ihnen Christoph Schweikel vor. Er war 2015 bundesbester Azubi eben in diesem Berufsbild. Die Zwiesel Kristallglas AG in der Glasstadt Zwiesel. Seit rund 140 Jahren wird hier das Handwerk rund um die Glasherstellung perfektioniert. 900 Mitarbeiter weltweit beschäftigt das Unternehmen. Auch das Thema Ausbildung wird im Betrieb großgeschrieben. Christoph Schweikel hat bei der Zwiesel Kristallglas AG seine Lehre zum Verfahrensmechaniker Glastechnik erfolgreich absolviert. Ja, wir haben auch gleich einmal eine Betriebsbesichtigung gemacht, herin in der Firma. Und das hat mich sehr angetan damals. Und dann haben wir mich auch gleich umgeschaut und dann ist wirklich was geworden. Gerade der Werkstoff Glas ruft seit jeher eine besondere Faszination hervor. Gleichzeitig stellt der Umgang und die Herstellung von Glas auch eine gewisse Herausforderung dar. Der Beruf des Verfahrensmechanikers Glastechnik ist heute ein Nischenberuf mit rückläufigen Lehrlingszahlen. Dabei ist er abwechslungsreich und anspruchsvoll. Ist einfach der Spaß damit zu arbeiten. Die gewisse Herausforderung, das Glas wirklich rein zu kriegen, blasenfrei zu kriegen, fehlerfrei zu kriegen. Ja, das ist die gewisse Herausforderung, weil es heißt ja, es ist ein ewig Kreuz, sauberes Glas herzustellen. Der Verfahrensmechaniker Glastechnik ist ein unendlich weit gefächertes Berufsbild. Der ist bei uns der Produktionsspezialist, der an allen Produktionsanlagen fit ist, trainiert ist, der alle Serviceabteilungen durchläuft, sei es jetzt Gemengefertigung, Schmelzbetrieb, Formeninstandsetzung bis hin zum Labor, Qualitätskontrolle, QM, Umrüsttruppe. Der ist also wirklich in allen Abteilungen, die irgendwie mit der Glasproduktion beschäftigt sind, firm und kann auch da überall eingesetzt werden. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Christoph Schweikel beendete die seine 2015 und das als bundesbester Azubi in seinem Berufsbild. Neben den betrieblichen Ausbildungsinhalten überzeugte er mit seinen schulischen Leistungen und seiner Abschlussprüfung. Wir haben am Anfang der Ausbildung Ziele angeben müssen. Und da war eins von meinen Zielen, war, ich möchte der Beste sein der Ausbildung. Und ich habe dann durchaus wirklich meinen ganzen Fleiß da eingesteckt. Und ich habe zwar nicht damit gerechnet, aber wie ich das erfahren habe, war ich umso glücklicher. Es ist natürlich eine riesige Freude und großer Stolz, der sich breit macht. Das ist die absolute Bestätigung. Besser könnte man es ja nicht dokumentiert bekommen, dass die Ausbildung gut ist, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wir wirklich einen Top-Kandidaten gehabt haben, der sein maximal mögliches Ergebnis auch abgeliefert hat. Respekt, das war wirklich toll. Das macht einen nicht nur stolz, das macht uns außerordentlich stolz. Wir legen, wie Sie sagen, sehr viel Wert auf Ausbildung. Wir haben weit über 60 Auszubildende hier im Hause, in der Gruppe knapp 100 Auszubildende. Das zeigt, wir nehmen tatsächlich Ausbildung sehr ernst. Und wenn wir dann erkennen, dass das, was wir mit Mühe auch versuchen weiterzugeben, aufgenommen wird und weiterentwickelt wird und dann tatsächlich ein Bundessieger dort steht, ja, was wünscht man sich eigentlich Schöneres, krönt den Erfolg der gesamten Ausbildungsmannschaft eine tolle Leistung und wir können auf dem Wege nur gratulieren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in unserer heutigen Zeit gerade für Frauen nach wie vor ein großes Problem. Obwohl die Bundesregierung eine Reihe von Leistungen wie Elterngeld oder den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder auf den Weg gebracht hat, hinkt Deutschland im internationalen Vergleich nach wie vor hinterher. So glauben laut einer Umfrage vor allem deutsche Frauen, dass Kinder der Karriere schaden. Dass es auch anders geht, zeigt Birgit Korall als Geschäftsführerin der Cobicos GmbH. Vor 25 Jahren hat Birgit Korall während ihres BWL-Studiums angefangen, Kosmetikprodukte aus Neuseeland zu importieren.
Dass sie Jahre später damit so erfolgreich sein würde, dass sie 8 Mitarbeiterinnen beschäftigen kann, hätte sie sich damals nicht vorstellen können. Ja, also angefangen hat es, als ich selbst noch berufstätig war im Handel und eine Freundin hatte aus Neuseeland und deren Idee war eben, Produkte aus Neuseeland mal in Deutschland zu vertreiben. Und die ersten Produkte, die wir dann in Deutschland verkauft haben, waren ein ganz breites Spektrum aus Neuseeland mit Kunsthandwerk, mit Möbeln, mit Pflegeprodukten schon. Heute hat sich Kobikos ganz auf Kosmetik spezialisiert und entwickelt auch eigene Kreationen. Kontrollierte High-End-Naturkosmetikprodukte auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und was die Firma noch besonders macht? Hier arbeiten nur Frauen, überwiegend Mütter in Teilzeit. 2-mal wurde das Unternehmen deshalb bereits von der Bertelsmann Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Ja, mich hat vor ein paar Jahren eine Freundin angesprochen, die bei der Bertelsmann Stiftung arbeitet und hat mir das Projekt vorgestellt und gemeint, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, ja gern. Und die hat mir die Unterlagen geschickt und dann habe ich das auch mit meinem Team besprochen, weil die Damen müssen ja dann alle anonym einen Fragebogen beantworten. Und die haben auch gesagt, ja, da sind sie bereit zu. Und so ist es dann ins Rollen gekommen. Ein Sure-Fix ist dabei das täglich stattfindende gemeinsame Frühstück, zu der jeder ein paar Lebensmittel mitbringt. Bei dieser Gelegenheit werden nicht nur Teamgeist gestärkt, sondern auch Lösungsansätze für bestehende Probleme diskutiert. Das Frühstück ist eine ganz wichtige Zeiteinheit bei uns geworden. Angefangen hatte das mal, weil ich morgens einen Durchhänger hatte und gesagt habe, ich brauche einen Kaffee, wir möchten noch alles einen. Und dann war das unser erster Kaffee und daraus wurde dann dieses Frühstück und wir nutzen das jetzt, um täglich zusammenzusitzen und kurz Sachen zu besprechen, irgendwie ein besonderes Kundengespräch, eine besondere Bestellung, fehlt irgendetwas. Also Sachen, die man sonst immer, wenn ich zu jedem Einzelnen hingehen muss, kann man so dann gleich im Team, in der Gruppe besprechen. Und es ist dann auch mal eine Möglichkeit, jeder hat vielleicht auch mal das Bedürfnis, ein bisschen was Privates zu erzählen. Und das wird dann einfach in dieser halben Stunde erfüllt. Vor allem die flexiblen Arbeitszeiten erlauben den Müttern, sich auf unvorhergesehene Ereignisse in der Familie kurzfristig einzustellen. Da jede Kollegin die Situation aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann, ist Verständnis und Hilfsbereitschaft selbstverständlich. Und Leute, die zufrieden sind und gerne arbeiten, die organisieren sich auch so gut selber. Also wenn einer merkt, uppala, morgen wird's eng bei mir, es kann sein, mein Kind wird krank, es kann sein, ich muss meinen Vater pflegen, dann rufen die sich selbstständig zusammen, sodass die Arbeit hier gewährleistet ist, aber ich gar nicht mich drum kümmern muss. Und das möchte ja eigentlich ein Chef am liebsten, dass die Arbeit läuft, ohne dass er sich ständig um irgendwas kümmern muss. Und das klappt. Also ich finde, was ganz Besonderes bei uns ist, ist das Arbeitsklima, der Zusammenhalt unter den Mitarbeiterinnen. Also wir halten alle zusammen, egal ob bei Fehlern oder bei guten Sachen. Das Arbeitsklima, die flexiblen Arbeitszeiten und dass das eigentlich mehr eine Familie ist als ein Arbeitsplatz. Also ich muss sagen, ich weiß nicht einmal, wie viele Urlaubstage ich noch habe, weil ich einfach lieber arbeite, als ins Urlaub gehen. Bei Kobikos gefällt mir gut das Team sowieso. Es sind tolle Produkte. Also wir verkaufen jetzt nicht irgendwas mit Chemie, wo ich nicht dahinter stehen kann, sondern es ist auch meine Überzeugung. Der Zusammenhalt im Team und dass man die Möglichkeit hat, einfach auch mit Familie hier zu arbeiten. Also wir haben uns hier schon abgewechselt, wirklich, wenn irgendein Kind krank war oder wenn irgendwas war, jeder springt für den anderen ein. Und so einen Arbeitgeber findet man nicht so schnell wieder. Soweit unsere heutige Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann sehen wir uns am 20. Oktober, wenn Sie mögen. Bis dahin eine gute Zeit. Servus und auf Wiedersehen. Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern.